ich bin wirklich challenged in so Momenten, meine persönliche Meinung als Mensch ganz weit hinten zu lassen und immer zu schauen, um was geht es hier, wenn ich in meiner Funktion als Therapeut bin. Was gibt es für Einflussfaktoren, dass der Mensch lieber wird aussehen wie jemand anderes? Die Schönheitsmedizin agiert in einer Grauzone. Die Grenzen zwischen medizinischem Sinn und ästhetischem Unsinn verschmelzen zunehmend. Von außen gibt es eine gesellschaftliche Norm, die sagt, das und das und das ist schön. Das ist eine schöne Frau, das ist ein schöner Mann, das ist eine sportliche Frau, das ist ein sportlicher Mann, das ist eine attraktive Frau, das ist ein attraktiver Mann. Jemand Schönes hat halt einfach im Sozialleben, im Berufsleben einfach viel mehr Chancen als jemand, der eben nicht so attraktiv ist. Doch was heißt eigentlich Schönheit? Wer sagt, was schön ist? Wo kommen die Normen her? Oftmals ist die ästhetische Chirurgie ja rekonstruktiv, das heißt nach Unfall, nach Tumor. Das heißt, der Mensch könnte schon leben, so, aber du möchtest ihm im sozialen Umfeld helfen. Du möchtest ihm quasi sein Äußeres wieder zurückgeben, sodass er ein normales Leben wieder führen kann. Manchmal kann schön auch normal bedeuten. Doch was ist heutzutage noch normal? Die ganze Werbung hinter diesen Industrien, die tut die Leute verunsichern, also tut sie emotional, sagen wir jetzt mal, ein Stück weit destabilisieren. Und durch das geht natürlich der Boden auf für mehr psychische Probleme. Man ist ja eigentlich die ganze Zeit ein bisschen dem Schönheitswahn ausgesetzt und kann dem fast nicht ausweichen. Ich denke, das ist was die Jugend sehr negativ und vor allem mit dem falschen Bild beeinflusst. Es ist ja auch immer subjektiv, was man als schön betrachtet und was nicht. Wir sind umgeben von Schönheitsidealen. Sei es in den sozialen Medien oder der Werbung. Schönheit wird zum Zwang. Zu einer Dauerbelastung für immer mehr Menschen, die sich konstant diesen Idealen aussetzen. Das Gefühl haben, aussetzen zu müssen. Also wenn ich das Zeug schon nicht anschaue, dann kann es gar nichts mit mir machen. Aber sobald ich das Zeug anschaue, oder wenn ich sage, ich bin jetzt ganz bei mir, ich nehme das nur wahr, ich kann das super abstrahieren, nein, der Verstand nimmt trotzdem etwas auf. Eine inszenierte, künstliche Welt wird zum neuen Normal. Bedeutet das, dass ich abnormal bin? Nicht schön genug? Unter solchen Einflüssen kann die Psyche, unsere Selbstwahrnehmung, leiden. Wenn eine Frau kommt mit ganz normal gebautem Körper und sie sich zum Beispiel einfach furchtbar stört an hängenden Brüsten, wo gar keine hängenden Brüste sind. Ist das jetzt nur Schönheit? Wenn sie so einen riesen Stress hat mit dem, wenn sie ihr so schlecht geht, ist es vielleicht, weil sie einen hohen psychischen Krankheitswert hat oder einen hohen psychischen Leidensdruck, ist es darum vielleicht gleich ein medizinisches Problem? Ganz eine schwierige Frage. Die Herausforderung ist also abzuwägen, wann man einem Menschen mit einer OP helfen kann oder wann eine psychische Störung vorliegt. Leute sitzen aber vor einem und man sieht, dass es nicht gut geht mit dem. Ich kann ihn nie und nimmer mit dem Skalpell therapieren. Das geht nicht. Es gibt ja Leute, die sind sehr schlank und fühlen sich immer noch als furchtbar dick. Bei dem handelt es sich um das Dysmorphophobie-Syndrom. Das sind Patienten, die auch nicht mehr eine objektive Einstellung zu ihrem Körper haben und Sachen an sich sehen und kritisieren, die wahrscheinlich am Durchschnittsmensch gar nicht auffallen würden. Dass man nicht einfach jemanden operiert, der einfach nicht operiert gehört. Ein Mensch, der die ganze Zeit, das Leben lang schon das Gefühl hat, seine Nase decke ihn entstellen. Wenn der vielleicht seine Nase korrigieren kann, ist bei diesem ganzen grossen Leidensdruck weg. Wann geht es denn in einen entstellenden Bereich hinein? Wie lange kann man einem Patienten selber überlassen, was er als schön empfindet und das erfüllen? Und ab welchem Punkt ist das medizinisch nicht mehr vertretbar? Also mein Versuch ist immer, möglichst das, was da ist, natürlich zu halten und zu optimieren. Und nicht nachher, dass es einfach eine Karikatur seines Selbst wird. Schönheitsmedizin ist eine Grauzone. Sprechen wir darüber.